Vor etwa 15 Jahren gab es einen älteren Haji, rahmatullahi alayh, bei uns in der Stadt Beja. Es war die Zeit von Zuhur-Gebet und wir haben in der Zentralmoschee im Markt gebetet. Und wir hatten gerade Wudu draußen genommen und die Zentralmoschee ist halt wirklich zentral mitten auf dem Markt. Und drumherum ist der Markt. Und auf den Märkten wissen wir, was alles abgeht. Du siehst alles Mögliche. Und er kam eines Tages auf uns zu und er war knapp 100 Jahre alt. Und er ist auch mit knapp 100 verstorben, rahmatullahi alayh. Muhammad hieß er. Er sagte, ohne dass er etwas sagt, nachdem er Wudu nahm, denn er war ja nicht blind, er sah, was um uns herum abgeht. Er sagt, ihr jungen Leute, tut mir leid. Denn zu meiner Zeit, sagt er, sprach von seiner Jugend, sagt er, haben wir draußen nur schwarz-weiß gesehen. Zu meiner Zeit haben wir draußen nur schwarz-weiß gesehen. Die Frauen mit Niqab schwarz gekleidet und die Männer meistens weiß. Auch die albanische traditionelle Kleidung ist weiß. Sagt er, heute habt ihr viele Farben. Wir haben Farbe nur zu Hause gesehen, sagt er. Ja, die Prüfungen, er spricht von einer Generation, geehrte Brüder. Von einem Jahrhundert. Wie ist es mit mehreren Jahrhunderten zurück, bis hin zur Zeit von Ibn al-Jawzi davor? Yani, wenn diese Gelehrten sagten, zu ihrer Zeit war es schon für die Engel auf eine Art und Weise überraschend zu sehen, dass einer dem Kufr entflieht und als Muslim stirbt, als Diener Allahs, was sollen wir in der heutigen Zeit sagen? Wo wir doch mit allen möglichen Fitten konfrontiert sind, mit allen möglichen Problemen konfrontiert sind. Ja,